Hallöchen meine Freunde und herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play. Diablo 3 Koop Modus wird jetzt kommen. Und zwar der Jan und ich. Diablo 2 wurde abgebrochen. Und deswegen starten wir direkt mit Diablo 3 durch. Jetzt kommt erstmal ein kleines Intro-Video und dann sehen wir uns gleich in-game. Und am Ende aller Tage wird das erste Zeichen am Himmel erscheinen. Gerechtigkeit wird über die Welt der Sterblichen kommen. Die Heere von Licht und Schatten werden sich bekriegen auf den Schlachtfeldern der Ewigkeit. Alles in Ordnung, mein Kind? Es war nichts, Onkel. Nur ein böser Traum. Wir sollten nach Hause gehen. Aber es gibt noch viel zu tun. Wenn diese Übersetzungen stimmen, könnten die Mächte der Hölle schon aufgebrochen sein. Die Welt muss vor der Finsternis gewarnt werden. Du glaubst mir doch, oder, Lea? Es hat begonnen. Lass das, Onkel. Es ist unwichtig. Ladescreen, yeah. Voll cool. Zwischenspeicherung, pum, pum, pum. Meine Familie wurde von der Höllenbrut dahingemetzelt. Achso, ich habe es noch gar. So etwas mit ansehen zu müssen, kann einen um den Verstand bringen. Der Wahnsinn tötete meine Schwester. Ich war allein. Und verängstigt. Bis ich gerettet wurde. Gerettet von Überlebenden, die gemeinsam die Welt von den Kreaturen der Hölle befreien wollen. Sie erkannten in mir die Stärke, den Dämonen zu widerstehen. Und sie formten mich zu einer Waffe. Nun bin ich bereit. Ein Meteor ist auf Tristram niedergegangen. Und daraufhin sind die Toten auferstanden. Ich werde sie in ihre Gräber zurückschicken. Einst war ich Gejagter. Ja, das war das Charakterintro. Bin ich der Jäger. Beziehungsweise das war mein Charakterintro. Das von Robin ist anders natürlich, weil er eine andere Klasse spielt. Jo. Das war direkt eine Erfolgerung. Ja, aber nicht nur einen. Oh ja, da kommt noch mehr, genau. Krieg ich ja noch irgendwas wegen BlizzCon-Dingens?
wollte nur das zumachen. Das ist für jeden zusätzlichen Spieler ein magisches Geschoss. Feuer und Kinder, Stabschuss. Mein Gott, du bist Harry Potter. Ach du Scheiße. Fehlt nur noch die Brille und die Frisur. Die Narbe. Ja. Okay, ich hab übrigens dieses Spiel noch nie gespielt, aber ich hab nur zwei gespielt, also. Bin ich ganz doof. Und ich hab schon 20.000 Mal durchgespielt. Ida mit direkten Gegner. Ja, ich auch. Schöne Grafik. Freut mich. Ich hab nur zwei. Ich hab das jetzt. Also, ich würde sagen, bis Akt 2 zur Hälfte ist genug gespielt, um sich eine Meinung über das Spiel bilden zu können. Und ich kann ehrlich gesagt nicht verstehen, warum viele Leute Diablo 2 besser finden als Diablo 3. Ja, das verstehe ich auch nicht. Ah, es ist natürlich. Ich bin hierher gereist, um den gefallenen Stern zu finden und das Böse, das von ihm ausgeht, aus diesem Land zu tilgen. Er ist in die Kathedrale eingeschlagen. Es gab nur eine Überlebende, Lea. Ihr solltet mit ihr sprechen. Hauptmann Runford, da sind noch mehr! Da sind noch mehr! Blöd ist natürlich, wenn ich den Gegner verfehle mit meinem Mausklick, dann laufe ich direkt dahin. Ja, dann drück mal Shift und dann kannst du überall hinschießen, dann läufst du nicht. Ah, danke. Das ist gut hier. Es laggt natürlich an einigen Stellen noch ein bisschen bei mir, das liegt daran, dass das Spiel noch nicht fertig runtergeladen ist. Ja, bei mir ist es auch noch ab und zu, obwohl ich schon runtergeladen habe. Haben die eigentlich jetzt irgendwas gedroppt? Ich habe bisher noch gar nichts gesehen. Nee, haben sie nicht. Ja. Mit E macht man gar nichts, nur mit I kann man das Inventar öffnen. Interessant. Und hier ist ein Speicherpunkt. In Neutristram. Questmarkierung. Ja, sind ganz viele Leute, mit denen man reden kann. Ich bin gekommen, um mehr über den Fall des alten Tristram zu lernen. Das hier ist näher an der Geschichte, der mir lieb ist. Und ein Leichname. Ja, das ist irgendwie schlau. Ja, ne? So, das. Oh, mein Charakter sieht noch so nackig aus. Uah. Kann ich reinzoomen? Nee. Möge die Gnade der Uralten eure Seele erwärmen und Rechtschaffenheit euch. Ich habe auch keine Soundeinstellung gemacht, also das scheint eigentlich zu passen. Also, das ist auf keinen Fall zu laut, der Sound. Vielleicht ein bisschen zu leise, ich weiß noch nicht. Ich hab gar kein Geld, ey. Kann man nichts kaufen? Ich hab Geld. Komm, ich geb dir mal ein bisschen. Wie geht denn das? Handeln. Komm, geben wir dem mal ein bisschen. Das geteilt, oder was? Was? Wow! Also über die Charaktere, oder was? Ja, das ist geteilt. Das ist ja geil. Kann ich mir direkt hier... Kannst bringt du. Das was? Warte mal. Plus Feuerschaden. So ein Schaden wird in Leben umgewandelt. Also bringt schon was, das Schwert, ne? Ach, der hat ja nur Schwerter. Ich brauche ja eine Armbrust. Oder kann ich mit dem Schwert nicht zaubern? Ich glaube... Doch! Echt? Sieht ein bisschen komisch aus. Ja, weil... Okay, nee, eigentlich sieht das ganz cool aus. Weil der schleudert das Zeug aus der Klinge so raus. Und ich habe damit Lebensregeneration, wenn ich Gegner töte oder irgendwie sowas. Die Kane-Chronik. Ah, klingt gut. Ihr habt keine unidentifizierten... Ah, okay. Ah, hier gibt's auch das mit diesen Identifikationsschriftrollen und bla bla bla. Nur hier musst du halt keine Schriftrollen haben, hier kannst du die direkt in zaubern. Wie kann ich speichern? Das wäre nicht sehr weise. Kampagne-Modus, bla bla bla, Form, hä? Verziehung? What the? Ja, da kannst du dein Banner da, das kann man auch irgendwie aufstellen. Da, mit G kannst du das aufstellen. Ach, cool. Das ist richtig cool, ja. Ich weiß eigentlich nicht gar nicht, was das bringt, also. Jetzt sieht geil aus. Ja, was kann man damit auch machen, ne? Naja.
Genau auf dich drauf. Bam. Oh. Okay. Sollen wir mal zum geschlachteten Kalb gehen? Wagt es ja nicht, einen Finger zu rühren, um den Wagen des Bürgermeisters zu reparieren. Mein Bruder ist bei der Verteidigung dieser Stadt gefallen, so, während dieser vollgefressene Feigling versucht hat, wegzulaufen. The fuck? PvP oder was? Mitmischen? Wollt ihr mitmischen? Ihr habt ihr das nicht verstanden? Was soll das sein? Ihr wollt eure schöne Ausrüstung nicht beschädigen? Darüber müsst ihr euch hier keine Gedanken machen. Genau, wie naja. Stirbt ihr auch nicht. Nee. Bürgermeister. Euer Wagen versperrt den Weg. Schafft ihn fort. Wie kannst du es wagen, so mit mir zu sprechen? Ich bin der Bürgermeister dieser Stadt. Du bist voll hochmütig. Dann solltet ihr da draußen sein und kämpfen. Bist du von Sinnen? Diese Stadt ist dem Untergang geweiht. Jeder, der auch nur über einen Funken Verstand verfügt, sollte versuchen, von hier wegzukommen. Wirst du mir helfen oder nicht? Nein. Ihr verdient nein. Das Schicksal auch immer euch erwarten. Mein Charakter ist cool. Eiskalt, nein. Huch. Wollte True. So, gehen wir mal rein hier. Ja, komm. Da ist auch schon die Lea. Seid ihr Lea? Rumford sagte, ihr habt den fallenden Stern überlebt. Das habe ich. Doch er riss meinen Onkel Deckard Cain in die Tiefen der alten Kathedrale. Ich versuchte, ihn zu finden, doch die Toten erhoben sich bereits. Ich kam zurück, um die Miliz zu alarmieren, doch... Passt auf, die Verwundeten! Sie verwandeln sich! Oh nein! K'Tuzad muss in der Nähe sein. Für die Wirtschaft ist das der Tod. Oh, Level up. Ja. Neue Fertigkeit wählen. Durch Froststrahl. Aha. Annehmen. Hui. Njau. Geil. Gib die Laser. Ein Toho spielen. Ein bisschen bin ich der Gegner. Kann ich nicht auch irgendwie meine Charakterpunkte irgendwie verteilen oder so? Charakterpunkte? Was für Charakterpunkte? Achso, nee, also. Ich glaube, das gibt's hier nicht. Nee, ich meine, das gibt's hier nicht. Okay. Das macht's einiges einfacher. Wir werden uns überwältigen, wenn niemand etwas unternimmt. Ich werde ganz sicher dafür sorgen, dass dies nicht geschieht. Eure Stadt ist sicher. Hab Dank. Ihr solltet mit Hauptmann Rumford am Tor sprechen. Er kann euch sagen, was zu tun ist. Hauptmann Rumford. Erst Zimmer. Oh, ich will spannend. Leas Buch. Gott. Seit 6 Tagen werden wir nun schon belagert. Onkel Deckard wird weiterhin vermisst. Hauptmann Rumford und die anderen verlieren die Hoffnung. Ich sage ihnen, sie sollen nicht aufgeben, aber wenn nicht bald Hilfe eintrifft... Oh. Soll so heulen. Oh, hier ist das Bett. Muss mal den Tanga suchen. Ich friere dich da dran fest. Komm her! Ninja-Stern. Hui. Battle. Ausfeuern. Ja. Oh, nee. Was wird das nur mit uns? Ja. Ihr alle, ihr habt es viel zu warm hier. Stirbt. Das macht Spaß. Und du, und du, und du. Oh Mann, ey. Er killt hier alle. Du ganz besonders. Oh, Beutetruhe, hier habe ich noch ganz viele Sachen rumliegen, das ist schön. Level 60er Sachen. Oh, und Diamanten habe ich hier noch rumliegen. Das ist gut. Ich habe hier ein ganzes Arsenal, ey, klopfst du gar nicht. Oh Mann. Was müssen wir jetzt überhaupt machen? Sprich mit Hauptmann Rumford am Tor. Achso.
Der von vorhin. Das blinkt also auf der Karte. Einfach hingehen. Wie kann ich dabei helfen, die lebenden Toten zu bekämpfen? Ich bewundere euren Mut. Aber Hauptmann Dalton und die Miliz wurden von diesen Dingern abgeschlachtet. Nur ich habe überlebt. Macht euch keine Sorgen. Ich werde ihren Tod rächen. Nun, ich habe euch kämpfen sehen. Erledigt die scheußlichen Mütter und ihre Königin. Sie sind diejenigen, die diese abscheulichen...